Zen, der Podcast von Chukka Sangha. In unserem Rezitationsheft befindet sich ein Zitat von Dogen, in dem es heißt, den Buddha-Weg gehen heißt sich selbst erkennen. Sich selbst erkennen heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt von allen Dingen erleuchtet werden, mit allen Dingen in Harmonie sein. Und heute Morgen im Doksan haben wir kurz erörtert, wie man das denn nun erreichen kann, sich selbst zu vergessen. Na, sind wir doch alle noch ziemliche Anfänger auf dem Gebiet, oder? Sich selbst vergessen, das bedeutet, alle Selbstbilder loszulassen. Wir schreiben ständig eine Geschichte über uns, wer wir sind. Und wir versuchen uns selbst damit greifbar zu machen und uns irgendwie abzugrenzen vom Rest der Welt und sowas wie unsere besondere Persönlichkeit damit zu beschreiben. Das ist eine Form der Lieblosigkeit uns selbst gegenüber. Liebe wäre es, kein Bildnis von uns selbst zu haben. Wie können wir das schaffen, so zu leben, ohne dass wir uns Bilder von uns machen? Mal abgesehen von den 10.000 Eye-Fotos, die wir schon von uns haben. Ich meine, wirklich die Konzepte über uns selbst loszulassen. In diesem Zusammenhang möchte ich mal Max Frisch zitieren. Der hat in seinem Tagebuch eine bemerkenswerte Eintragung zu dem Thema gemacht. Und da heißt es: Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält. In der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen, in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet. Das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden, weil wir sie lieben,
solange wir sie lieben. Man höre bloß die Dichter, wenn sie lieben. Sie tappen nach Vergleichen, als wären sie betrunken. Sie greifen nach allen Dingen im All, nach Blumen und Tieren, nach Wolken, nach Sternen und Meeren. Warum? So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll. Unfassbar, so ist der Mensch, den man liebt, und nur die Liebe erträgt ihn so. Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe. Jedes Mal aber Ursache und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind. Nicht, weil wir das andere kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt. Weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat, darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein. Wir können nicht mehr. Wir künden ihm die Bereitschaft auf, weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfassbar bleibt. Und zugleich sind wir verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immer ist? Ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten. Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfassbar ist. Es ist eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlass wieder begeben. Ausgenommen, wenn wir lieben. Ja, dieser Text von Max Frisch aus der Nachkriegszeit, seit meiner Geburt ungefähr, der rührt mich immer wieder an, wenn ich mich an ihn erinnere. Weil es so wunderbar ist, in die Grenzenlosigkeit der möglichen Beziehung einzutreten über diesen Text. Im Buddhismus haben wir die Figur von Avalokiteshvara. Avalokiteshvara hat durch Zuhören die Fähigkeit zu tiefster und bedingungslosester Liebe, Anteilnahme und Mitgefühl erreicht. Sie saß an den Gestaden des Meeres in einem Fischerdorf.
Und sie sah das Meer kommen und gehen. Sie hörte das Rauschen der Wellen. Sie hörte allen Klängen der Welt zu, ohne Parteinahme. Jedes Geräusch, jeden Ruf irgendeines fühlenden Wesens, dem hörte sie mit vollständiger Offenheit zu. Und sie kam zu dem Ergebnis, dass alles ohne Konzept existiert. Da ist nichts Fassbares. Da ist nur Grenzenlosigkeit. Und indem sie diese Grenzenlosigkeit in jedem einzelnen Wesen, in jedem einzelnen Gegenstand, in jedem einzelnen Ding, das sie erkundet hat, erkannt hat, indem sie sich dessen innewohl, wurde sie sich bewusst, dass Mitgefühl alle diese Erscheinungen verbindet. Dass das eine Voraussetzung für alles wahre Leben ist. Und so erklärt sich auch ihr Name, Avalokiteshvara, die den Rufen der Welt zuhört. Avalokiteshvara hat eine besondere Methode des Zuhörens entwickelt. Und diese Methode des Zuhörens können auch wir anwenden. Auf uns selbst, auf andere, auf jedes fühlende Wesen. Die Methode Avalokiteshvara ist raumgebendes Zuhören. Sie hört den Wesen auf eine Weise zu, dass die Wesen den Klang ihrer eigenen Stimme hören können und entschlüsseln können. Dadurch befreit sie die Wesen vom Leiden, indem sie ihnen ermöglicht, ihrer eigenen Not zuzuhören. Das ist eine grandiose Methode, weil sie uns auch in Kontakt bringt mit unserer eigenen Kraft, damit umzugehen, mit unserer Notlage, zu erkennen, dass auch eine Notlage in Wirklichkeit leer ist. Da gibt es nichts, was festgehalten werden kann, was festgeklopft werden kann, was zu einer ewigen Opferhaltung eingefroren werden kann. Da gibt es nur das Antreffen des lebendigen Lebens. In jeder Notlage können wir unsere wahre Natur, unsere Buddha-Natur antreffen. Wenn wir uns dann aufgrund des raumgebenden Zuhörens von Avalokiteshvara selbst wahrnehmen in unseren Bedürfnissen, in unseren Beweggründen, dann kann das lebendige Leben in uns weiterwirken
und uns den nächsten Schritt machen lassen. Avalokiteshvara hat im Lotus Sutra ist es beschrieben und auch im Surangama Sutra ist es beschrieben, ihre Methode dem Buddha vorgestellt. Und sie hat auch die Auswirkungen auf sich selber dargelegt, nämlich Furchtlosigkeit. Sie kann alle Ausbrüche von konstruktiver und destruktiver Lebendigkeit in den Lebewesen kann sie mitfühlend in Empfang nehmen. Sie muss sich vor keiner Art von Gefühl fürchten. Es ist eine große Begabung, von der wir uns auch eine Scheibe abschneiden können, dass wir jedes Gefühl, was in uns aufkommt, tatsächlich annehmen können. Die Gefühle sind die Kinder des lebendigen Lebens in uns. Und sie helfen uns, das lebendige Leben in uns zu entdecken und zu beherzigen. Die Furchtlosigkeit ist eine wichtige Eigenschaft von Avalokiteshvara. Als Inkarnation des Mitgefühls hat sie keine Angst vor was auch immer Schrecken in der Welt herumgeistern mögen. Sie stellt sich dem. Und sie kann als Gegenüber von den Menschen, die leiden, oder von den Wesen, die leiden, jedwede Gestalt annehmen, die dieser Person, der sie sich widmet und zuhört, hilfreich ist. Wenn ich also Stress habe mit meiner Tochter, die in ihrem Zorn meine Grenzen überschreitet, dann kann Avalokiteshvara die Gestalt dieser Tochter annehmen und uns in Gestalt dieser Tochter gegenübertreten, aber nicht mit dem destruktiven Element, was sie auch verkörpert, sondern in reinem Mitgefühl. Mitgefühl für die Mutter und Mitgefühl für sich in der Rolle der Tochter. Und das ermöglicht einen Austausch, der so segensreich sein kann, dass er die Beziehung auf eine neue Ebene bringt, neue Qualität. Und dadurch trägt sie dazu bei, die Leiden aufzulösen. Der Buddha hat nach dem Bericht von Avalokiteshvara, die diese mit 25 anderen Bodhisattvas, die von ihren Erleuchtungserfahrungen gesprochen haben, gegeben hat, hat der Buddha gesagt, erwachen durch raumgebendes Zuhören. Das ist die beste Erwachensmethode für diese Welt. Die kann am besten dazu beitragen, die Leiden in dieser Welt zu mindern. Wenn wir uns umschauen in unsere Alltagswelt, in die politische Großraumlage und die kleinen Lagen und die Sorgen und das, was uns im Augenblick so
Hemd, dann kann man sehen, dass für das Mitgefühl von Avalokiteshvara noch viel ungenutzter Raum zur Verfügung steht. Es fehlt an den Akteuren, die diesen Raum beschreiten und die das raumgebende Zuhören anwenden, die dem, wie die Menschen da um Positionen kämpfen und sich gegenseitig Vorwürfe machen, sich verleumden, untereinander sich beleidigen. Wie man dem eine ganz neue Dimension hinzufügen könnte, sozusagen ein Tor in die Buddha-Welt öffnen könnte, durch mitfühlendes Zuhören, das nicht urteilt, sondern den Beteiligten die Möglichkeit gibt, sich ihrer eigenen Lebensmotive bewusst zu werden und zu erkennen, dass diese nicht verschieden sind von den Lebensmotiven der anderen Beteiligten. Wenn es an den Punkt kommt, dann könnten wir, was den Frieden angeht, einen großen Schritt näher kommen. Und wir könnten selbst für uns die Rolle von Avalokiteshvara einnehmen. Zuhören, wissen, dass all diese Dinge, die uns besorgen, dass die im Wesentlichen leer sind. Leer sind von so etwas Substanzhaften, so etwas wie meins, deins. Wir könnten es sehen, dass das lebendige, große Leben nicht nur in uns, sondern in allen anderen Wesen pulst und dass sie alle davon Zeugnis ablegen, jeden Augenblick. Wenn jemand erschöpft ist, dann kann er in Zweifel geraten, ob er wirklich in dieser Erschöpfung ein Ausdruck des großen Lebens ist. In einem anderen Koan, das ich im letzten Session besprochen habe, da fragt ein Meister den Schüler, der zu spät gekommen ist, wo warst du eigentlich? Da dachte ich, war beim Polospiel. Der Meister gefragt, und? War der Polospieler erschöpft? Der Polospieler war erschöpft. War das Pferd erschöpft? Das Pferd war erschöpft. War der Pfeiler erschöpft? Darauf wusste der Schüler nicht zu sagen. Aber am nächsten Tag kam er und sagte, ja, der Pfeiler war auch erschöpft. Wenn wir erschöpft sind, dann ist alles erschöpft mit uns, weil wir mit allem verbunden sind. Und wenn wir wieder in die Kraft kommen, kommt alles in die Kraft. Weil wir allverbunden sind. Und das bemerken wir in einem Session. Wie, wenn es in Einzelnen von uns losgeht und wir zu Kräften kommen und wenn sich unsere Stimmung aufhält und wenn wir
plötzlich interessiert sind, was wohl in den anderen vorgeht, wenn wir sie am liebsten fragen würden, aber es ja schweigen, dann merken wir, wie die Kraft in unserer Sangha wieder hochkommt und wie wir interessiert sind, die anderen wahrzunehmen, ohne uns ein Bildnis von ihnen zu machen. Wie wir uns einfach auf den prozesshaften Ausdruck des großen Lebens in jedem Einzelnen einlassen mögen. Und darin sehe ich einen wesentlichen Segen von Sessions, dass wir diese Bereitschaft zum konzeptlosen Wahrnehmen entwickeln, dass wir aufhören, etwas erreichen zu wollen, dass es gar nicht nötig ist, Selbstoptimierungsanstrengungen jeglicher Art zu unternehmen, weil wir doch sowieso immer das große Leben ausdrücken und immer vom großen Leben ausgedrückt werden. Wenn wir dieses Vertrauen haben, dann brauchen wir uns eigentlich nicht mehr viel ums Leben zu kümmern. Dann ist es bei uns, Tag und Nacht. Und das Einzige, was uns übrig bleibt, ist, dankbar zu sein. Dankbar, dass es so ist. Und unsere Ungläubigkeit, dass die Dankbarkeit aufhören könnte, beiseite zu legen. Das wünsche ich uns als Ergebnis unseres Sessions. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.